Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der nächsten Folge haben wir genau hier aufgehört. Und ja, dann wollen wir jetzt mit der nächsten Quest mit Ankata weitermachen. Hola! Mirabelle, meine ich natürlich. Hey Gameplayerin, hast du etwas Zeit, um mir mit Mini Casita zu helfen? Wo liegt das Problem? Nichts Großes, aber es gibt einige Schäden von der Zeit, die wir, wo auch immer mich Mini Casita hingebracht hat, um mich zu schützen, verbracht haben. Natürlich helfe ich dir. Ja! Toll! Lass uns zu Mini Casita gehen. Es ist einfacher, es dir zu zeigen. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Kein Thema, wir unterhalten uns sofort, weil ich habe noch was für dich. Moment, so, glänzender Zitrin. Den haben wir auch schon mal. Bitteschön. Gracias. Hola, Gameplayerin. So, und dann habe ich noch eine letzte Sache für dich. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, das ist hier der marinierte Hering, genau. Arendelle Art sagt dir wahrscheinlich nichts. Ja! Ein Geschenk für mich? Vielen Dank! Wuhu! Und sie ist auf Level 4. Wieso versteckt die sich immer woanders? So sonnig. Und ich wollte eigentlich fragen, ob du mit mir abhängen willst. Warum kannst du nicht mit mir abhängen? Ich will doch nur mit dir abhängen, Mirabelle. Mehr will ich doch Adios. Gar nicht. Cuídate. Na gut, dann geh mal halt zu deinem Haus rüber. Moment, das ist da oben. Ich war gerade schon hinporten, weil das so eingekreist war. So, Goofy, geh mir aus dem Weg. Ich muss zu ihrem Haus reingehen. Ich finde das so geil, ne? Ich finde das einfach nur genial. Ich muss da mal eben... Moment. So? Nein. Hä? Achso. Nein, nein, nein. Das wollte ich haben. Genau. So. So. Und zack. Ich finde das einfach cool. So. Schade, dass sie jetzt nicht mit dabei ist. Eigentlich sollte sie ja mit dabei sein. Vielleicht wartet sie drin. Ja, sie wartet drin. Sehr schön. Ich bin so froh, dass du hier bist. Sieh her, der Boden und die Wände sind ziemlich abgenutzt. Das sah aber doch immer so aus, glaube ich, oder? War das nicht im Film auch so? Es sieht immer noch hübsch aus. Du siehst immer die positive Seite, Gameplayerin. Aber ich kann dir versichern, dass es früher noch schöner war. Der Boden war gestrichen, die Wände waren lebhaft und bunt. Jetzt sind sie nur noch langweilig. Ich möchte sie reparieren und dann in Grün und Gelb neu streichen. Womit sollen wir deiner Meinung nach anfangen? Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir brauchen ein paar Materialien, wie Weichholz und Stein. Ja, Stein habe ich ganz viel geholt, um die beschädigten Teile zu ersetzen. Was die Pigmente betrifft, dachte ich an Löwenzahn, gelbe Gänseblümchen und grünblühende Bartfarben. Das kann ich dir alles besorgen. Das wäre super! Danke dir! Ich überlege mir schon mal, welche neuen Muster ich malen werde und bereite alles hier vor. Bis bald! Bis bald. Scheiß, die Wand an. 20 Steine. Leute, habt ihr sie noch alle? So 5 oder so ist ja kein Thema. Aber 20, dann kann ich ja gar nichts mehr bauen. Oh. 20 Steine, 15 Weichholz. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe danach noch was Weichholz gesammelt wieder. Nee, das ist Hartholz. Das ist gar kein Weichholz. Achso, das ist das Gleiche. Ich dachte gerade schon. 20 Weichholz? Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht... Nee, 20 Steine waren es doch, oder? Ich mach mal 10 Weichholz. Ich muss mal gucken. 15, okay. Na gut, fast. nein, och. Wie ich das hasse. Einmal die falsche Taste gedrückt und schon flippe ich hier aus. Stein habe ich aber bei weitem nicht so viel wie von dem Holz, glaube ich. Oh doch. Das waren aber 20. Das heißt, aufteilen, 2 wieder zurück. Ja, passt. Jetzt wird's interessant, weil ich habe meine kompletten Blumenvorräte, habe ich ja fast alle wieder aufgebraucht.
Gelbes, Gen also gelbes 2 und die anderen jeweils 3. Das ist Löwenzahn. Da brauchen wir dann 3 von. Und das ist das Gänseblümchen. Da brauchen wir dann 2 von. So. Und grün blühender Bartfarn. Ach, den habe ich doch hier, glaube ich, drin. Ne? Ja, genau. Dann brauchen wir da, glaube ich, auch 3, habe ich gesagt. Ne? So. Okay, perfekt. Ich habe ja noch mal schön fleißig gesammelt. Also war es in diesem Fall jetzt nicht ganz so schlimm. So, ich verstehe nur trotzdem nicht, warum ich jetzt nicht zu ihr sagen kann, dass sie mit mir abhängen soll. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Och, Mirabelle, ganz ehrlich. Ja, wo ist sie denn? Hat sie sich hier versteckt? Ist sie am Essen oder am Einkaufen? Ich pott mal rüber. Aber da steht in ihr Haus. Also so oder so werden wir da auf jeden Fall. Wenn ich schon hier Holz sehe, dann muss ich das jetzt auch einsammeln. Das ist jetzt nicht das Weichholz, was wir jetzt gebraucht haben, ich weiß. Aber, ne? Wenn ich schon Holz sehe. Ich finde das immer so. Ich würde gerne so ein Haus haben für mich. Das wäre irgendwie genial. Viel cooler als ein Schloss. So, bitteschön. Haben wir es bald? Gameplayerin, du hast alles gefunden. Danke dir. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß genau, wie das alles aussehen soll. Lass mich dir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht's schneller. Du bist die Beste. Das erinnert mich daran, wie die Menschen in unserem Encanto heißt das übrigens, nicht Encanta, zusammenkamen, um meiner Familie beim Wiederaufbau von Casita zu helfen. Das hat uns allen so viel bedeutet. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du deine Hilfe anbietest. Wenn du bereit bist, dann mal los. Mi encanta. Es ist so viel besser. Muchas gracias. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Boden, ne? Oh, diese Fliesen sind genau wie die, die du für deinen Fußboden verwendet hast. Ja, du kannst sie in deinem Haus verwenden, wenn du willst. Ich bin so froh, dass wir Mini Casita in Ordnung bringen konnten. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon, es in ein Zuhause zu verwandeln. Meinst du nicht? Absolut. Ich sollte noch mehr Liebe in mein Haus stecken. Ich wette, dass du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust. Nur damit du es weißt. Ich helfe gerne. Ja, dann gib mir alle deine Möbel, dann kann ich mir was Schönes einrichten. Ich könnte ein paar Dinge in meine Wohnung einbauen. Dagobert Duck könnte das haben, was ich brauche. Wenn er das nicht tut, kannst du jederzeit eine Bestellung aufgeben. Ich habe gehört, dass das ziemlich einfach ist. Bis bald. Ja, sie hat ja schon eine Nähmaschine. Ich könnte mir Klamotten vielleicht. Aber die Wand sieht auch cool aus. Die hätte ich auch ganz gerne. Klamotten bei ihr schneidern lassen, das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin so froh, dass du hier bist. So. Warum oder kann ich sie erst ab Level 5 mitnehmen? Ist es das? Das ist doch doof. Das ist wirklich doof. Adios. Okay, also kaufe erstmal ein beliebiges Stück in Dagoberts Laden. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit ihm rede. Ach nee, die Aufgabe hat er mir ja schon gegeben. Das war ja auch so eine blöde Aufgabe. Das habe ich, glaube ich, im vorletzten Video mal erklärt, dass ich reingekommen bin, dass auch kein Zeichen über seinem Kopf war, muss ich dazu sagen. Und ich ihn dann natürlich angequatscht habe. Moment, das ist Weichholz hier vorne, oder? Davon haben wir gerade so viel ausgegeben. Kein Zeichen auf seinem Kopf war. Ich ihn dann angequatscht habe, weil ich natürlich was bestellen wollte für mein Haus. Ja, und im nächsten Moment hatte ich plötzlich eine Quest und ich habe immer noch nichts bestellen können. Ich denke, hä? Ja, und dann war es das leider. Kaufe ein beliebiges Möbelstück in Dagoberts Laden. Och, die will mich jetzt veräppeln, oder? Was wäre denn jetzt, wenn ich schon alles aufgekauft hätte eben? Wally, geht's dir noch gut? Okay, anscheinend geht's dir jetzt wieder besser. Das ist kein Möbelstück. Ich weiß, ich Hallo? weiß. Das werde ich mir aber trotzdem holen. Das habe ich nämlich eben übersehen.
So, dann nehmen wir einfach mal den Mixer. Obwohl, die Lampe brauchen wir auch noch. Kann man eigentlich die Lampe vielleicht Sei nehmen? gegrüßt, Nachbar. So, nehmen wir die Lampe. So. Lass mich raten, ich soll es jetzt damit dekorieren. Och, nee, oder? Jetzt müssen wir alles machen, was wir quasi in den ersten Folgen schon gemacht haben. Und dann muss ich das wieder zurück umdekorieren, oder wie? Weil ich habe ja jetzt alles so dekoriert, wie ich es haben will. Oh. Das ist ja dämlich gemacht. 9. Etage. Ist die leer? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war Remis Haus. Moment. Dann. Ich hatte doch für Remi. Das sind Anfragen, ich wollte gerade sagen, hä? Ich hatte doch für Remi irgendwas gekauft. Genau, das war ein Spülbecken. Spülbecken, Spülbecken, Spülbecken. Das hatte ich eben auch gekauft. Ja, das habe ich schon gehabt. Ich habe es gewusst. Hallo, das Spülbecken. Ich hätte gerne das Spülbecken einmal. Wollt ihr mich denn veräppeln? Mosaikspüle habe ich. Von wem war das denn? Ich glaube, das gehört hier niemandem so richtig, oder? Das sind die neuen Sachen. Sternennachtfenster. Gehört das alles quasi zur Sternennacht? Oder? Ach, da ist es doch. Waschbecken und Spiegel. Das ist ein Waschbecken, kein Spülbecken. Aber wir können es auch als Spülbecken benutzen. Stellen wir es einfach hier hin. Ich habe hier die Dinger rundherum, habe ich noch nicht hingestellt. Da müssen wir noch vier Sachen aufstellen. Ich habe gerade gesehen, obwohl das habe ich alles schon. Ach, wir machen es jetzt einfach so. Aber nicht in dem Raum. Weil hier steht schon so viel. Hä? Ich habe gerade ein Möbelstück hingestellt. Wieso nimmt der das nicht an? Das kann man jetzt übrigens einzeln machen, also pro Seite. Das braucht man jetzt nicht mehr auf allen Seiten zu machen. So, einmal das, dann Fußboden. Nehmen wir den neuen. Und muss ich nicht ernsthaft darüber was aussuchen, oder? 2, 3, 4. Achso, das geht so nicht. 5. Aber wenn ich die Sachen jetzt wieder wegtue, ist das denn trotzdem abgeschlossen? Quatsch. Okay, dann mache ich die Sachen nämlich erstmal wieder weg. Ich will ja nicht, dass mein Haus so aussieht. Ich meine, der Fußboden ist ganz cool. Böden, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da. Doch, das war, glaube ich, drin, ne? Und Wand. Achso, das sind ja die Böden. Da kann ja keine Wand drin sein. Nein, Tapete ist es dann. So, damit es hier wieder ordentlich aussieht. Okay, so. Dann ist sie da. Die Frage ist nur, ob sie jetzt wieder an mir vorbeiläuft. Mädel. Ah, diesmal bleibt sie da stehen. Immerhin etwas. Hey! Hola, Gameplayerin. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ich möchte dich gerne einladen, um dir die Veränderungen in meinem Zuhause zu zeigen. Ja! Wirklich? Wow! Ich kann es kaum erwarten. Los geht's! Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Folge Mirabel zu deinem Haus. Eigentlich kann ich da, glaube ich, auch hinporten, aber egal. Egal. Ist jetzt nicht so weit entfernt.
Ganz recht, ich bin Maui. So, ich habe sogar das ganze Haus jetzt mittlerweile anders von der Optik. Gefällt dir das? In deine Casita, okay. Gut, die hat aber nichts Besseres zu tun, als sich erstmal hinter dem Kamin zu verstecken. Ja, kein Thema. Kann ich sie da jetzt überhaupt ansprechen? Das ist gar nicht gut. Ah, ich kann sie rausschieben. Gut. Ich bin so froh, dass du hier bist. Fantastisch, Gameplayerin. Dieses Haus ist der Beweis, dass man nicht immer echte Magie braucht, um Magie zu bewirken. Unsere beiden Häuser sehen so viel besser aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Ja. Jetzt, wo Mini-Casita repariert ist, will ich mich wirklich nützlich machen. Ich möchte dir behilflich sein, den anderen Dorfbewohnern zu helfen. Darum geht es in La Familia Madrigal, der Gemeinschaft zu helfen. Ich werde dir Ausschau halten und dir sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Bis bald, Gameplayerin. Und nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei Mini-Casita. Danke. Ja. Hallo. Achso, tut mir leid, dass ich dich störe. Ich glaube, das Vergessen hat mir eine Erinnerung geraubt. Eine wichtige und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um sie wiederzufinden. Oh nein, was war's? Es ist dein Rezept. Ich habe mir gedacht, da wir wieder im Dorf sind und immer mehr Leute ins Tal zurückkehren, sollten wir das feiern. Ich habe das perfekte Gericht für Bunelos. Bunuelos oder so. Nun leider kann ich mich nicht an das Rezept erinnern, das ich Remi geben soll. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie sie überhaupt schmecken. Egal wie sehr ich mich konzentriere, mein Kopf ist nur leere, wo das Rezept sein sollte. Als wäre es irgendwie gelöscht oder gestohlen worden. Mm. Es ist das Rezept meiner Mama. Es zu verlieren, ist wie ein Teil von mir zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir es zusammen finden können. Oh, ich bin so froh, dass du mir hilfst. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen können. Irgendwie bewahrte die Magie von Mini-Casita die ganze Zeit über einen frischen Teller davon im Schrank auf. Vielleicht können wir einen Geschmackstest durchführen. Mal sehen, ob wir herausfinden können, welche Zutaten darin enthalten sind. Allerdings bin ich bei Weitem nicht so eine gute Köchin wie Mama. Sie ist eine wahre Künstlerin. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Mahlzeiten dich heilen können. Buchstäblich. Gib mir den Teller. Ich werde Remi fragen. Er ist hier der wahre Experte für Essen. Tolle Idee. Bitteschön. Also, ohne es zu merken, haben wir jetzt noch eine Quest gestartet. Das ist cool. Auch wenn es mir ein bisschen Angst macht gerade, aber... Weil es stand noch nicht mal reden und nichts. Remi, stehen bleiben, hier ich drüben. Weggehen. Guck mal, weißt du, was das ist? Bonjour. Was ist das? Ein Teller voller Buenelos? Oh. Danke, Gameplayerin. Die sehen ja toll aus. Hast du sie zubereitet? Nee, Mirabelle hat sie mir gegeben. Mirabelle ist zurück. Das ist großartig. Sie versteht wirklich ein gutes Essen, wie ein gutes Essen Menschen zusammenbringen kann. Allerdings habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass sie mit der Aussage, die Kochkünste ihrer Mutter könnten Menschen heilen, wirklich heilen meinte. Mirabelle hat mir immer dabei geholfen, diese tollen Partys zu organisieren. Sie bastelte immer Geschenke für alle Gäste. Ich hoffe, wir machen das wieder. Das ist es ja gerade. Das Vergessen nahm Mirabelle die Erinnerung an das Rezept für Bunelos. Bunuelos. Oh Mann. Also wenn ich Bunelos sage, seht es mir bitte nach. Du solltest eine probieren und vielleicht findest du die Zutaten daraus. Wir verlassen uns... Bist du der Herausforderung gewachsen? Nein, wir verlassen uns voll und ganz auf dich. Keine Sorge, ich mache alles, um Mirabelle zu helfen. Okay, lass mich probieren. Nicht mehr frisch, aber immer noch gut. Was die Zutaten betrifft, wird für Krapfen fast immer das Gleiche verwendet. Weizen für das Mehl, Milch und Eier. Sonst noch was? Oh, es gibt definitiv eine vierte Zutat. Aber du sollst sie selbst herausfinden. Du bist ein talentierter Sous-Chef, aber du musst deinen Gaumen ständig schulen. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist etwas Salziges, aber es ist kein Fleisch, Fisch oder Gemüse. Es ist eng mit einer anderen Grundzutat des Rezeptverwandts. Ich bin sicher, dass du es in den Regalen meines Restaurants finden kannst. Also, ich brauche Weizen, Milch, Eier und eine geheimnisvolle vierte Zutat. Wir sind ein gutes Team. Okay, Weizen, Milch und Eier und etwas Salziges. Sollen das die Nüsse sein? Nehme ich mal an, ne? Woo!
Weizen. Oh, das ist Weizenmehl oder Weizenmilch? Ja. Weizenmilch, okay. Wir kaufen da trotzdem dann nochmal eine neue Milch hier. Weizen muss ich dann halt so machen. So. Ich glaube, ich habe das Rezept schon, aber Weizen, Milch, Eier und Erdnüsse wahrscheinlich. Das ist Kaffee, ne? Weizen, Milch, Milch. Oh, ich habe nur noch 10 Milch. Oh. Weizen, Milch, Eier. Und Erdnüsse. Mal gucken. Wenn nicht, muss ich nach dem Rezept gucken. Okay, Erdnussbutterwaffeln sind dabei rausgekommen. Kein Thema. Moment, ich muss nochmal eben... Bunuelos Rezept. Ich weiß nicht, ob wir das Rezept überhaupt haben. Bunuelos. Ich habe alles. Ein Lebkuchenhaus, Kokosnusscreme, Minzbonbon. Aber diese blöden Bunuelos, die habe ich nicht. Oh, wie ich das hasse. Milch, Weizen, Eier. Aber davon schmeckt doch sonst nichts salzig, noch nicht mal das Eis. Oder ist das, Moment, wie viel kann man da reintun? Oder muss ich mehr davon reintun? Viel Salz? Hm. Wir nehmen jetzt erstmal Milch 10 Stück. Eier 10 Stück. Weizen haben wir ja noch. Oder müssen wir von den Erdnüssen irgendwie 2 reintun? Ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall auch Slush-Eis 2. Butter ist ja nicht salzig. Aber mich würde nichts wundern bei ihm. Ich meine, nehmen wir auch mal Butter noch mit. Also ich werde mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde dabei die Kamera laufen lassen. Also beziehungsweise das Programm laufen lassen. Und ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Wenn es jetzt nicht direkt beim ersten rumkommt, dann ja, muss ich halt warten. Aber kann ja alles sein, ne? Nein! Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh. Mit dir will ich gerade nicht reden. Wo ist sie denn? Zu Hause, okay. Aber die haben jetzt nicht zufälligerweise eine Schnellreise eingebaut zum Haus. Nee, das nicht. Okay, schade. Hätte ja sein können. Das wäre nämlich auch ganz cool gewesen, dass man direkt von Haus zu Haus supporten könnte. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. So, hey, Mirabelle. Warte mal kurz. Bitteschön. Ich bin so froh, dass du hier bist. Die sehen toll aus. Fast so gut wie die von meiner Mama. Aber es gibt nur einen Weg, um sicher zu gehen. Wir müssen sie probieren. Ja! Delicioso. Oder so. Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe fast den ganzen Teller leer gegessen. Du musst das Rezept herausgefunden haben. Seitdem ich sie probiert habe, kehrt meine Erinnerung an sie zurück. Eigentlich war es ziemlich einfach. Nur Weizen, Milch, Eier und Käse. Ja, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum der Käse salzig sein soll. Aber gut, ich habe einfach mal alles ausprobiert. Tausend Dank. Ich hätte es nie ohne dich herausfinden können. Ich bin mir sicher, dass du dich gut geschlagen hättest. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Gameplayerin. Weißt du, was wir machen sollten? Mehr Bunuelos. Und die wir an die Dorfbewohner verteilen können. Wie zum Beispiel für Mickey, Herr Duck und Goofy. Sie bleiben während des Vergessens zurück. Sie könnten sicher ein paar gute, wohlige, hausgemachte Bunuelos gebrauchen. Ich werde jeden einen Teller bringen. Bis bald. Ja, also kochen wir nochmal welche. Mann, 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 das artet hier richtig in Arbeit aus heute. Nee, falsch rum, da.
So, 3 Stück soll ich machen. Ich hoffe, das Rezept ist jetzt auch hier drin. Ich meine, ich weiß es noch auswendig. Aber es wäre, ja, perfekt. Es wäre natürlich einfacher, wenn man einfach auf Auffüllen gehen könnte. So wie jetzt. Ich finde es schade, dass man da nicht einfach sagen kann, okay, mach mir 3 davon in dem Fall. Also, liebes Disney Dreamlight Valley Team, das wäre eine tolle Verbesserung. Zum einen, 2 Verbesserungen. Zum einen, dass man hier oben die Rezepte mal ausnahmsweise nach Alphabet hätte. Und noch besser wäre natürlich, wenn man die denn auch suchen könnte. Also nach einem speziellen Rezept suchen könnte. Und wenn man hier unten sagen könnte, okay, ich möchte davon jetzt nicht 1 haben, sondern ich möchte davon zum Beispiel 3 oder 10 machen. Das wäre eine richtig tolle Verbesserung. So, dann können wir das... Also mit dem Auffüllen ist aber zumindest auf jeden Fall schon mal... auf jeden Fall schon mal gut. So, das wollte ich sagen. Eine Erleichterung. So. Goofy, Dagobert, die sind jetzt nicht hier, weil öfter mal sind die Leute dann ja genau da, wo ich dann gerade rausgehe. So, Dagobert wird wahrscheinlich erstmal das Leichteste sein, ne? Der sollte ja 24 Stunden täglich da sein, wo er Geld verdienen kann. Ich habe einen Job für dich. Bitteschön. Die sind von Mirabelle. Sei gegrüßt, Nachbar. Du lieber Himmel, Bonuelos. Seit dem Vergessen habe ich sie nicht mehr gegessen. Die sind vom feinen jungen Mädchen Mirabelle, oder? Immer so fürsorglich und freundlich, die Kleine. Eine Bereicherung für das Dorf. Schön, dass du so glücklich bist. Nun, danke, dass du sie mir gegeben hast, Gameplayerin. Ich werde Mirabelle später persönlich danken. Freundlichen Dank. Ja, gerne. Mickey Maus und Goofy, bitte seid jetzt beide wach. Wir haben einen helllichten Tag. Mickey Maus, hallo. Bleib doch mal stehen, du Hund. Maus. Hund, Katze, Maus, Ratte. Hast du mal kurz Zeit? Ja, ich wollte dir was geben. Aber du hast ja offenbar keine Zeit. Du rennst weg. Hey, du! Junge, Junge! Bonuelos! Danke, Gameplayerin! Die sind von Mirabelle und mir. Zum Dank, dass du im Tal geblieben bist, egal was passierte. Mensch, das ist aber nett. Vielleicht sollte ich einen Kuchen backen, um Mirabelle wieder willkommen zu heißen. Vor dem Vergessen haben Minnie und ich viele Wanderungen und Picknicks auf der friedlichen Wiese mit Mirabelle gemacht. Und wir haben stundenlang geredet. Das war ein Riesenspaß. Nochmal vielen Dank für die Bonuelos, Gameplayerin. Bis ganz bald. So, Goofy ist wahrscheinlich... Wir nehmen nochmal kurz das Holzchen mit. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo am Angeln, oder? Nee? Goofy, wo bist du? Ich suche dich. Da ist er. Da, ne? Ja. Goofylein. Dreh dich um und du bekommst Bonuelos. Wie wär's mit einem Plausch? Schön, dich zu sehen. Bonuelos, wie ich die liebe. Ich bin so froh, dass Mirabelle wieder da ist. Genauso wie all das leckere Essen, bei dessen Zubereitung Remy ihr gewöhnlich half. Ich habe früher für die beiden Fische gefangen und dann haben sie große Dinnerpartys für das ganze Dorf organisiert. Ich hoffe, sie geben bald wieder eine Party. Danke, Gameplayerin. Meinetwegen. So, kehre zu Mirabelle zurück. Die ist immer noch zu Hause. Sehr schön. Ach, so ein Stubenhocker. Nein. Die hat ja ihr Haus jetzt jahrelang nicht mehr gesehen. Hust, hust. Deswegen muss sie ja jetzt die ganze Zeit da drin bleiben. So. Oh, ich muss dir was sagen. Mickey, Goofy und Herr Duck kamen alle zu mir, um mir zu sagen, dass sie die Bonuelos lieben. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, das Rezept wiederzufinden und dass du sie so gut gemacht hast. Ich finde es toll, dass sie jetzt auf der Speisekarte von Cheremi stehen, sodass ich sie mit allen teilen kann.
Weißt du, bei dir fühlt sich das Teil wirklich wie ein Zuhause an. Ich kann es kaum erwarten, was unser nächstes Abenteuer ist. Du hast mir wirklich geholfen. Nein! Ich bin so froh, dass du hier bist. Lass uns abhängen! Ja! 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 Also doch ab Level 4, meine ich doch. Ja, super! Erstens. Moment. So. Erstens, dann kann ich ein Bild machen, wenn sie endlich mal bei mir ist. So. Muss mal ein bisschen mehr so. Das wird auch ein tolles Coverbild, weil man dann auch das Haus im Hintergrund hat. Das sieht richtig toll aus. Und zweitens muss ich mich dann leider erstmal von euch verabschieden, weil die Folge doch schon ziemlich lange geworden ist und wir erstmal Mirabelle jetzt durchhaben. Das heißt, ich werde jetzt offline mit ihr die zwei Kürbisfelder noch abernten. Ich denke mal, das wird sie so auf Level 7 bringen. Eine Quest wird sie dann definitiv noch bekommen. Ich glaube, auf Level 7 und auf Level 10 ist jeweils eine Quest, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, die werde ich dann auf jeden Fall auch danach noch aufnehmen. Ich bin echt schon gespannt. Also ich finde, es ist wirklich ein toller Charakter, weil das wirklich wieder so ein, ja, so ein Ursprungs-Disney-Charakter ist, sage ich mal. Ja, bevor uns der Nächste jetzt hier wieder nervt, meistens ist es ja Maui. Nee, Maui ist es aber nicht. Irgendwas anderes ist ja so komisch. Ach, das ist Woody. Oh Gott. Ja, wir müssen Woody mal goodbye sagen und mal woanders hingehen. Ich sag euch dann erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.